So, meine Lieben, jetzt nehme ich euch mal auf von der Lektion 3, die Nummern 2 und 3 zum Mitspielen zu Hause. Durchzuhalten sind. Als nächstes machen wir das Legato oder die Bindung. Das heißt, wir verbinden zwei Töne miteinander. Es wird nur der erste mit der Zunge angestoßen. Beim zweiten greifen wir einfach nur um und lassen die Luft weiterfließen. Das ist dann die Nummer 4. Versuchen zu spielen. Nun eine Übung, wo immer 4 Noten zusammengebunden sind oder 5 und dazwischen atmen wir und ihr werdet dann merken beim Hören, dass diese Töne schön ineinander gleiten und ihr natürlich auch gut Luft holen müsst. Wichtig ist, dass ihr auf das Tempo achtet, nicht schneller zu werden, wenn die Noten gebunden sind. Als nächstes Stück haben wir etwas verpackt, wo zwei Töne verbunden werden. Oder besser gesagt, beim nächsten Stück haben wir etwas verpackt, wo zwei Töne miteinander verbunden werden, die den gleichen Griff haben. Das ist meistens etwas schwieriger, weil man für den höheren Ton mehr Luft geben muss. Also wenn ihr das übt,
dann versucht ihr einfach den tiefen Ton zu spielen, so wie es hier ist, mit dem E und dann mit dem A und das A dann mit mehr Luft einfach zu binden, also nur lauter werden, bis der Ton anspricht. Und wenn man merkt, dass man unten mehr Luft gibt, dann kommt plötzlich von selbst der obere Ton. Ich spiele euch nun einmal das Stück vor. Stimmen hinauf, dann könnt ihr auch einmal die erste mit der zweiten mitspielen. Ich glaube, man kann trotzdem dazu spielen. Ja, viel Spaß mit diesen Übungen.